Willkommen zum vorletzten Rennen hier aus unserer F1 22, My Team Karriere mit Audi. Wir sind in Season 2 und ich kann auf jeden Fall sagen, heute steigt mir der Hitzkopf auf jeden Fall, ja, zu hoch. Also es wird auf jeden Fall ein Rennen werden, was wir nicht so schnell vergessen, um das Ganze hier heute festzuhalten. Hier haben wir aber mal Interlagos oder Sao Paulo, 4,3 Kilometer, 19 Kurven und 2 DS-Zonen machen es eigentlich hier ziemlich schnell, aber auch ziemlich, ja, eng. Denn die Strecke ist nicht für seine vielen Überholmanöver on-track bekannt, sondern, ja, wir hatten schon ein paar Überholmanöver, aber, ja, gucken wir mal rein. Ins Qualifying, das verdammt wichtig ist, denn der Sprint bedeutet wichtige 8 Punkte, die wir unbedingt brauchen. Abonniert gerne den Channel und am Montag wird es dann das große Finale im 50% Rennen geben. Also seid da gerne dabei. Und schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf IT-Tobi. Da gibt es immer wieder Clips online. Und wir kommen hier eigentlich sauber durch den ersten Sektor, sind aber all in all P13. Und natürlich Charles Leclerc wieder on pole. Irgendwie fuckt mich das schon richtig ab. Dieser Leclerc, es ist natürlich klar, es ist ein WM-Fight und Leclerc ist der WM-Favorit und so. Aber dass der immer on point abliefert, es ist für mich surreal, dass der jedes Rennen anführt. Wirklich, jedes Rennen führt dieser Junge an. Jetzt Sainz, da hatte ich mal kurz Hoffnung und dann irgendwann hüpft es wieder auf Leclerc und das wird sich dann alles im Sprint hoffentlich, oh, guck dich den Unterschied an, auf einer so einer kurzen Strecke 5,4 Zehntel, das ist schon enorm und Leclerc holt sich auch hier wieder die vollen 8 Punkte. Also 8 Punkte gibt es ja nicht fürs Qualifying, aber trotzdem. Er holt sich natürlich wieder die beste Chance, die 8 Punkte im Qualifying mitzunehmen. Ich bin richtig abgefuckt und so geht es jetzt auch in den Sprint rein. Natürlich kann man sich vorstellen, dass da die Laune richtig im Arsch ist. 10. Platz geht's los hier in den Sprint und wir müssen punkten. Wenn es auch nur 1-2 Punkte sind, wir müssen punkten, denn Leclerc wird gnadenlos die 8 Punkte wieder mitnehmen. Wir sind hier beim Starten nur auf den 10. Platz, können aber hier immerhin an Esteban Ocon vorbeigehen. Das ist der 9. Platz und vor uns fährt schon theoretisch der erste Punkt. Aber ja, das ist ein Wahnsinn. Die KI ist so strong. Sogar der Williams überholt mich auf der Geraden. Ja, da müssen wir ein bisschen neben die Strecke gehen und direkt schießt Norris wieder vorbei, ob er den Fehler gemacht hat. Also das ist, ja, das ist natürlich blöd. Aber ja, natürlich Nerven bewahren, denn das kann nicht gut ausgehen, wenn man hier mit zu viel Wut im Bauch ist. Wir sind ja in der 3. Runde. Kleben hier immerhin ein bisschen an Perez dran, kommen aber auch nicht vorbei. Das Auto ist aktuell in einer so schlechten Form, gerade in diesen Rennen. Also, so wird das nichts. Das ist einfach grottig. Grottig, grottig. Ja, da gehen wir auch neben die Strecke. Ich probiere wirklich das Maximum aus dem Minimum rauszuholen, aber es ist einfach nicht möglich. Ich reiß mir hier den Arsch gefühlt auf. Aber das Auto lässt heute einfach nicht mehr zu. Es ist leider ein bisschen traurig und deprimierend. Und vor allem ist natürlich auch der Druck so hoch. Du brauchst mehr Punkte und siehst, dass da vorne der wieder wegzieht. Der nimmt wieder die maximale Punktezahl mit. Und du hechelst da hinten irgendeinem Perez hinterher, in einem fucking McLaren, der ja sowieso normalerweise... Ich meine, wir hatten in Portugal so eine stronge Pace. Wirklich, so eine stronge Pace. In Portugal waren wir 10 Sekunden vor den Ferraris und jetzt komme ich nicht mal einen fucking McLaren nach und muss hoffen, dass ich noch immer in den einen Punkt mitnehme gegen Lando. Da komme ich wieder zu weit raus. Es ist halt sehr deprimierend aktuell. Vielleicht läuft es im Rennen ein bisschen besser, aber mit dieser Pace sehe ich leider kein Land für uns. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Und dann kommt natürlich auch noch mein Blackout. Dazu aber später mehr. Jetzt hier am Paris. Ja, da gehen wir weit raus. Da gehen wir weit raus. Und ja, was soll ich euch sagen, es ist unheimlich deprimierend, dass wir hier ja knapp 8. Platz sind. Das ist ein Punkt und ja, auf Leclerc verlieren wir all in all 7 Punkte. Das ist natürlich gar not good. Ich war schon richtig abgefuckt und dachte mir, dann fährt er auch noch vorbei. Denn es ist einfach kacke. Gucken wir die Startaufstellung an. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom 2. Platz. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Verstappen, Fernando Alonso und Perez, der Professor, Norris, Albon und Nico Hülkenberg.
Vettel, Theo Pourchaire, Lance Stroll und Magnussen, Russell, Gasly, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher. Oscar Piastri, Ocon, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Joe und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Gut, Startplatz sollten wir können und Leclerc startet wieder aus der ersten Startreihe. Das ist bitter. Aber jetzt geht's hier mal los zum hoffentlich nicht letzten Rennen auf die Chance zum Titel. Los geht's hier in unser vorletztes Rennen der Mighty Modi Karriere. Wir kommen besser weg als Checo, aber guckt euch die Endbeschleunigung an. Die ist dann wieder besser. Ja, was soll ich machen, Mann? Während dem Bremsen moved er. Und ich bekomme dann die Verwarnung, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Ich meine, ist schon klar, dass ich auch zurückstecken kann, aber so spät kann ich einfach nicht reagieren. Immerhin jetzt hier im Paris for Paris ist der 6. Platz und wieder neben die Strecke. Ja, da lassen wir Paris genug Platz zum Atmen, aber jetzt muss ich irgendwann zurück. 6. Platz, Alonso geht, Sainz nur mehr auf dem 4. Platz, das ist natürlich gut, aber es ist halt auch nur Sainz und Sainz ist nicht mein WM-Rivale. Es ist Charles Leclerc und da muss ich eigentlich auf einen Ausfall hoffen, dass wir hier noch irgendwelche Chance haben. Aber ich habe mir schon einen Plan im Hinterkopf gemacht, hier gegen Fernando, später reingebremst, da lässt es auch zu, da können wir auf dem 5. Platz fahren. Mit Sainz im Vormarsch wird das auch interessant, denn ich glaube, Carlos Sainz ist jetzt nicht so strong wie Charles Leclerc. Ja, aber mal gucken. So, jetzt hier Start und Ziel im Windschatten, könnten wir uns ein bisschen an Sainz dran saugen, aber auch strategisch ist natürlich alles drin und Charles Leclerc natürlich mit der schnellsten Rennrunde. Es ist einfach wie ein schlecht gescriptetes Regiebuch oder keine Ahnung, wie man das nennt, Drehbuch. Es ist einfach nicht schön, wie hier einfach richtig Leclerc reingepulvert wird. Sorry für die Madness heute, aber ich bin einfach auf 180. Dass hier wieder beide Ferrari aus der ersten Startreihe starten, ist natürlich auch sinnbildlich für mein Fiasko. Und wer ist das? Nummer 1. Achso, Leclerc ist sogar der Weltmeister. Okay, wir haben... Ja, stimmt, natürlich ist Leclerc der Weltmeister. Ja, wir hatten ja auch letzte Season schon das Vergnügen mit Charles, aber da ist er schon früher Weltmeister geworden. Ja, ich glaube, da wäre natürlich mehr drin gewesen, aber ich hätte da fahren müssen, wo Perez fährt, dass ich dann außen direkt an Fernando vorbeigehe. Also dann, ja, irgendwie an Fernando vorbeigehe. So ist es dann nur Checo geworden und eine Kurve später dann Fernando. Es war ein okayer Start, würde ich sagen. Wir sind weit nach vorne gekommen, das war halt auch das Ziel. Und ja, da gehen wir neben die Strecke. War auch wenig Space hier. Die Strecke ist so unfassbar eng. Also das glaubt man gar nicht. Runde Nummer 3 und wir sind jetzt ganz nah an Carlos Sainz dran, der ja auch ein bisschen zu kämpfen hat. Er kommt nicht ganz an Verstappen dran, Verstappen kommt aber auch nicht ganz an Hamilton dran, weil Verstappen da vorne ein bisschen wegzieht. Da halten wir rein und das, glaube ich, ist heute auch die beste Chance hier zum Überholen. Diese Kurve, da kannst du so spät reinbremsen und der Körper ist so riesig, dass man da auch drauf fahren kann und sehr flach. Jetzt sind wir an Lewis dran, der ja auch nicht weit von Verstappen weg ist. Leclerc ist eigentlich nicht weit weg von uns da vorne. Wir könnten heute wirklich eine reelle Chance haben, da irgendwas zu holen. Aber natürlich, die Betonung auf könnten. Ich muss halt wirklich alles geben, volles Risiko nehmen und vielleicht dann sogar noch mehr. Hoffen auf die Konkurrenz ist natürlich auch die Devise. Wir sind jetzt ganz, ganz nah an Lewis Hamilton dran. Es ist die 5. Runde und wir hängen noch ein bisschen hinten nach. Denn da, wo wir die Pace bräuchten, kommen wir nicht ganz hin. Und jetzt halte ich hier einfach mal drauf. Und das war gut. Wir kommen hier vorbei und sind nun der neue 3. Platz. Max jagt Leclerc. Der ist nicht weit weg. Der kann sich nicht absetzen. Es sind nur 2,5 Sekunden und ich muss jetzt was machen. Ich muss reagieren. Strategie, glaube ich, könnte da helfen. Denn unsere Pace heute ist nicht schlecht. Der Long Run ist immer besser wie das Qualifying. Und auch der Sprint. Ich bin gar kein Riesenfan von diesem Sprintformat. Denn ja, ich freue mich halt schon jetzt aufs neue Game. Denn im Sprint ist es ja jetzt nicht mehr, dass man sich hier die Startaufstellung ausschnappst sozusagen. Weil das war immer sehr blöd. Jetzt geht's rein, wir probieren den Undercut gegen Verstappen, natürlich gegen Charles Leclerc. Und rein geht's ganz spät auf der Bremse. Und ja, natürlich komplett pushen. Denn es wird wichtig sein, dran zu kommen, vorbeizukommen. Und hoffentlich wirkt der Undercut gegen Leclerc. Wir brauchen diese 7-Punkte-Unterschied so dringend.
gelbe Reifen drauf. Hoffentlich geht das auch mit der schnellsten Rennrunde noch irgendwie. Und aus der Box raus. Jetzt heißt es, Hosen werden runtergelassen. Jetzt heißt es hoffentlich, kämpfen die. Hoffentlich ist da irgendwas. Hoffentlich können wir da unseren Profit rausschlagen. Raus geht's. Full Speed on, EIS on und alles was geht. Und betteln. Betteln, betteln. Warum ist Russell so weit hinten? Russell hatte dann anscheinend einen Startcrash oder so. Ich weiß nicht, ich habe Russell das komplette Rennen nicht gesehen. Aber das ist natürlich bitter für Mercedes. Aber ja, ich fahre ja auch theoretisch nur alleine. Wenn man so will. Gut, wir holen auf jeden Fall auf Guanyu auf und jetzt wird es interessant. Die Spitze ist in der Box, Leute. Wo kommen wir raus? Erste Kurve nicht verkacken, viel Schwung in die zweite mitnehmen. Und dass Senna es gut rauskommt. Und links, da sehen wir Leclerc. Verstappen hat Leclerc in der Box überholt. Ich hänge mich hier direkt in seinen Slipstream rein. Aber das reicht nicht. Aber wir haben natürlich jetzt auch schon die wärmeren Reifen. Wir könnten hier unseren Profit schlagen. Jetzt richtig nah an Charles Leclerc dran. So nah war das ganze Wochenende nicht dran. Jetzt jagen wir den Berg rauf. In Windschatten setzen wir uns neben ihn. Und er hat da keine Chance. Wir übernehmen theoretisch hier, ja, die Führung. Na, natürlich nicht ganz, weil Max ja auch noch vor uns ist. Und jetzt an Verstappen dran. Leclerc kann uns folgen und wir uns folgen können. Aber jetzt hängen wir uns hier in das Fenster von Verstappen und wir saugen uns ganz, ganz langsam hier dran und wir jagen ihn auch wieder wie Leclerc vorher in den Berg rauf und im Windschatten. Es muss, glaube ich, in irgendein später Move werden. Ein Verstappen ist natürlich abgefuchst. Der weiß, wie das Ganze läuft. Und so probieren wir es hier mit reingehen. Und dann macht er die Lenkung auf und wir können vorbeigehen. Das ist all in all P1. Das ist aktuell, wären das ja 8 Punkte, die wir auf Leclerc gut machen. Nein, es sind sogar 10 Punkte, die wir auf Leclerc gut machen. Und das wäre so wichtig, denn wir haben ja 8 im Training verloren, im Sprint verloren. Und ja, das wäre so verdammt wichtig, dass wir die gut machen, die Punkte. Verstappen hier hinter uns, der kann uns gut folgen. Und jetzt probiere ich halt natürlich. Jetzt kommt so ein bisschen natürlich dieses Denken. Gehen noch mehr Punkte? Geht da noch mehr? Und so versuche ich halt jetzt auch immer ein bisschen Pace rauszunehmen. Denn ich weiß ja, auf der Strecke kann man nur an einer Position überholen. Und das ist halt dann nur Start und Ziel. Und eventuell können wir es schaffen. Können wir schaffen, ihn hier irgendwie einzubremsen, dass Max näher dran kommt und ihn dann eventuell sogar catcht, dass wir, ja, Alter. Das wäre halt einfach das Perfekte. Dann gucken wir uns hier nochmal in der Replay das Manöver an. Ja, es war sehr spät gebremst und ich habe wirklich den kompletten Körper ausgenutzt. Also, da musst du echt sagen, Props an mich. Ja, ich weiß, manche würden wieder sagen, es war zu hart, zu spät, zu unfair. Aber ich muss halt natürlich so reingehen. Es ist die einzige Chance, noch ein bisschen den WM-Titel aufleben zu lassen. Und jetzt geht's rein in meinen, ja, würde ich mal sagen, Kopfdurchbrennmoment. Denn ich probiere hier wirklich alles. Guckt euch das mal an, wie langsam ich hier auf der Geraden mache. Auch immer wieder mit dem Blick auf Max Verstappen, ob er nicht vielleicht noch Leclerc einbremst, ob er nicht vielleicht noch doch ein bisschen Leclerc einbremsen kann, dass Sainz oder Hamilton noch vorbeigehen, aber es hilft einfach nichts. Ich habe da hinter mir schon einen riesen Zug anhängen, aber es hilft nichts. Wir bekommen das einfach nicht hin, dass wir den irgendwie aufholen. Gut, und wir nähern uns der letzten Runde und es scheint so, als ob es wirklich, wir haben die schnellste Rennrunde gewonnen. Oh mein Gott, das ist natürlich noch besser, da holen wir uns nochmal den Extrapunkt, aber ja, es ist halt dann trotzdem verhext, denn wir kommen einfach nicht, wir schaffen es nicht, ich probiere wirklich alles, ich fühle mich wie Lewis Hamilton 2016 Abu Dhabi im WM-Finale und so war auch ein bisschen mein Plan. Ich bremse Verstappen ein, dass der Leclerc einbremst und dass Leclerc
dann eventuell von Lewis oder von Sainz überholt wird. Das wäre halt einfach mein Traum, mein perfektionierter Wunsch. Aber der geht nach hinten los. Denn jetzt war, ja, Sainz, komm. Mann, Sainz überholt einfach nicht Leclerc. Ich glaube, die haben dann den Pakt und das ist, glaube ich, auch das. Guckt euch mal an, wie langsam ich hier bin. Ich probiere hier wirklich alles, um Leclerc ein paar Plätze zu kosten. Nur der geht nach hinten los, der Schuss. Der Leclerc sticht hier innen durch. Da muss ich mich verteidigen und jetzt könnte es wirklich ganz gefährlich werden. Denn jetzt klebt uns nicht Verstappen hinten drauf, sondern Leclerc. Und jetzt muss ich ein bisschen Boden gut machen. Ich probiere noch einmal Leclerc ein bisschen auszubremsen. Um innen sticht Hamilton durch und da verkeilen wir uns. Und hat das jetzt überhaupt noch... Ja, es hat gereicht für den ersten. Das war so ein dummer Versuch hier, das noch gut zu machen. Gucken wir uns das Ganze hier an. Und hier wollte ich dann unbedingt ein bisschen Leclerc abdecken. Das hat doch funktioniert. Ich habe den Mercedes kaum sehen. Nur, dass der Mercedes mich wegdreht. Alter, das wäre so knapp, dass wir hier nicht noch verloren haben. Das hätte echt unnormal in die Hose gehen können. Ja, es ist zwar der Sieg, aber wir haben mit diesen dummen Versuchen alles kaputt gemacht. Ich habe sogar 3 Punkte all in all her geschenkt. Es geht nicht auf. Es geht einfach nicht auf. Das war sehr blöd. Mann, ich hätte mir so gewünscht, dass es funktioniert hätte, aber hat es leider nicht. Was soll ich sagen? I'm sorry, das war natürlich blöd, aber hat jetzt auch nicht viel zu Schaden gehabt. Außer, dass Verstappen ja leider alles verloren hat. Aber ja, Mann. Ist halt blöd, denn ich glaube, so ist die WM jetzt hundertprozentig gelaufen. Denn mit so einem Riesenpolster muss ich schon auf einen Ausfall hoffen von Leclerc. Und der wird bestimmt nicht kommen. Also wir können wieder diesen Plan wagen, so wie Verstappen damals, wie Lewis damals, aber ja, das ist, glaube ich, nicht mehr schaffbar. Das habe ich mir aber jetzt auch irgendwie selbst zuzuschreiben. Wir gewinnen hier mit, ja, eigentlich einer guten Leistung. Es war ein tolles Rennen bis auf die letzten 2 Runden und wir haben vermutlich mit diesem, ja, Versuch den Weltmeistertitel weggeworfen. Es ist traurig, es ist sehr traurig. Aber man kann jetzt auch nichts draus machen. Aber ja. Dennoch ein tolles Rennen. Es war sehr spaßig. Wir nehmen all in all einen Punkt mehr als Charles Leclerc mit. Und das ist auch nur der von der schnellsten. Es hätten 3 sein können, aber das war auch nicht genug. Das wäre auch nie im Leben genug gewesen. Ich hätte wirklich auf viel hoffen müssen. Aber 19 Punkte. Also das sprich, wenn Leclerc mehr als 7 Punkte holt, oder generell 7 Punkte holt, ist er so safe Weltmeister. Und es ist generell, ich muss eigentlich Erster werden und Charles darf nicht mehr als 7 Punkte holen, oder sagen wir mal, nicht mehr als 6 Punkte holen. Und das wäre all in all der 7. Platz. Vielleicht hat Leclerc ein schlechtes Wochenende, aber der 7. Platz und die schnellste Rennrunde ist dennoch Weltmeister. Das wird, glaube ich, nicht schaffbar werden. Aber natürlich, die Chance lebt und solange die Chance lebt, werden wir natürlich alles dafür machen, um sie auch natürlich noch zu holen. Den Titel, es ist der Traum schlechthin, mit Audi im Debüt, im zweiten Jahr noch den WM-Titel zu holen. Morgen kommt er noch schon oder ja, morgen sollte er dann auch, wenn alles gut läuft, das Finale kommen. Schaut gerne auf IT-Gaming vorbei, auf Instagram und auch gerne auf IT-Tobi, macht gerne 13k voll, folgt gerne rein. Und vielen, vielen Dank für den Support in letzter Zeit hier auf diesem Kanal. Links wie mal unten in der Bio. Und danke. Bis morgen oder später kommt dann auch noch eine Road to F1 23. Und bye.